Servus, liebe Body and Soul Community. Schön, dass ihr wieder mit mir sporten wollt. Mein Name ist Jan. Was steht an? Erstmal einen schönen Nachmittag wünsche ich euch. Ja? Wir wollen ein bisschen Core Explosion machen. Nicht ein bisschen. Wir machen das Ganze 60 Minuten lang. Aua. 60 Minuten wunderbares Core Training. Ja? Was braucht ihr? Eine Matte, ein Handtuch wäre cool. Was zu trinken, auf jeden Fall. Kurz zur Struktur. Was haben wir vor? Denn wir haben eigentlich nichts vor. Wir haben eigentlich vier große Blöcke. Ja? Innerhalb dieser vier Blöcke hast du nochmal zwei kleine Blöcke. Jetzt wird es kompliziert. Jeder von diesen kleineren Blöcken besteht aus drei Übungen. Ja? Und diese kleineren Blöcke wiederholen wir immer zweimal. Also wir haben Block A, Block B, kannst du dir vorstellen. Ja? Und dann machen wir A, B, A, B. Und dann geht es in den nächsten, in den zweiten größeren Block. Da machen wir das Gleiche. Ja? Und ich verspreche dir, so gehen 60 Minuten ratzfatz rum. Ich habe das Ding ja schon zu Hause mal kurz geturnt. Das wird dann zum Ende hin ganz schön böse für deine Rumpfmuskulatur. Also wenn du dann da nachher mal die 45 Sekunden, die wir jede Übung machen wollen, nicht mehr ganz durchhältst, gar kein Thema, ja? Nimm dir dann kurz Pause und dann kommen nochmal 15 Sekunden Pause und dann geht es in die nächste Übung. Ja, das wird also knackig. Wie sage ich immer? All against the Weihnachtsspeck, oder? Genau. Wir machen gar nicht groß Warm-up. Du kannst dich schon mal auf deine Matte begeben. Und dann würde ich sagen, mache ich noch Musik an und wir starten. Ja? Gut. Ich wünsche euch ganz viel Spaß. Ihr könnt mir gerne wieder zwischendrin Feedback geben, wie es passt mit der Lautstärke, Mikrofon, Musik und sowas alles. Ja? Ich habe ja meine fleißigen Helferlein hinter der Kamera. Die stellen dann alles ein, so wie es passt. Ja? Gut. Setz dich mal auf deine Unterlage. Unsere erste Übung ist jetzt der Russian Twist. Den kennst du schon. Ja? Da wir ja jetzt am Anfang der Stunde noch recht viel Power haben, dürft ihr gerne mal die Füße gleich anheben. Ja? Leicht gebeugt lassen. Hände so übereinander gelegt und jetzt geht es nur darum, rechts und links den Boden zu berühren. Ja? Starte mal einfach. Komm. Ja, jede Übung, wie gesagt, 45 Sekunden. Bauchnabel schön drin lassen. Füße gerne angehoben. Genau, jetzt haben wir noch 30 Sekunden. Nimm gerne den Kopf schön mit. Nicht einfach nur den hier machen, ne? Ganzen Rumpf schön mitdrehen. 15 Sekunden. Dein Tempo. Das muss nicht zu schnell sein. Sehr gut. 4, 3, 2 und lösen. Gut, das war schon Übung 1. Dreh dich mal längs auf deiner Unterlage. Wir machen den sogenannten Long Lever Plank. Ja? Deine Arme weit nach vorne auf den Unterarmen. Deine Füße sind aufgestellt. Kommst mal eine lange Planke, also deine Ellbogen nicht unter den Schultern, sondern deutlich weiter vorn. Und jetzt geht es hier nur darum zu halten. Ja? Bauchnabel weg vom T-Shirt. Sehr gut. Jetzt kann man auch vielleicht nochmal das Handy in die Hand nehmen, kurz was posten. Letzte Chance. Gut. Halte durch. 15 Sekunden. 8. 7. 6. 5. 4. 3. 2. 1. Und lösen. Sehr schön. Puh. Okay. Geht gleich weiter in den Seitstütz. Einfach beginnen wir. Einfache Variante. Ja, wenn du willst, kannst du auch gleich mit mir die Schwere machen. Einfache wäre hier. Du drückst dich so weit nach oben, wie es geht und kommst wieder tief. Gerne aber auch auf der Hand. Ja, und wirklich mal so hoch, wie es geht. Ja, nicht schon auf der Hälfte anhalten. Und dann so tief, kurz vorm Bodenstopp. Mal richtig schön hier die Inflexion in die Beugung in der Seite. Und kurz vorm Bodenstopp, dass hier die Dehnung spürst sogar.
und schön in deinem Tempo kontrolliert. Ja, hier kommt es nicht drauf an, dass du irgendwie im Tempo der Musik arbeitest, sondern nur arbeitest. Mach dir noch 15 Sekunden bitte, komm. Richtig schön hoch. Ja, bis hier nicht mehr weitergeht. Schön in die Seite rein. Und lösen, gut. Prima. Block A, erste Runde, fertig. Wir gehen in den zweiten. Block B. Das ist unser Seated Circle. Hände rechts und links. Beine sind lang. Jetzt beschreibst du einfach mal Kreise mit deinen Beinen. Komm. Entscheide dich mal für eine Richtung. Wir machen nachher dann auch die andere. Ich setze mich mal so hin, dann könnt ihr nochmal gucken. Ja, einen kleinen Kreis beschreiben. Die Beine gerne gestreckt, wenn das nicht geht. Lass sie gebeugt. Aber Kreise mit den ganzen Beinen. Ja? Aus der Hüfte kommt die Bewegung. Ja? Danach eine coole Übung. Sehr gut. Ein bisschen noch. Alles gut. Komm, Bauchnabel schön drin lassen. Und lösen. Prima. Sehr gut. Wir kommen wieder an eine Planke auf den Unterarmen. Wenn das Gesäß das gleich ein bisschen höher ist, ist nicht so schlimm. Diesmal sind deine Ellbogen unter den Schultern. Wir machen den betrunkenen Mountain Climber, ja, Drunken Mountain Climber. Du ziehst die Knie cross diagonal zum Ellbogen rüber, ja. Achtung, lass mal starten. Hopp, erstmal langsam, ja, diagonal. Und wenn das gut geht, dann werde schneller. Komm. Zeigt euch mal vorwärts. Dann könnt ihr noch mal sehen, wohin die Knie sollen. Ja, hier Richtung Ellbogen. Ja, also immer cross ziehen. Noch 15 Sekunden, komm. So, wen haben wir denn da alles? Helena ist dabei. Marlene. Ah, ist das schön. Ja, einige am Start. Finde ich gut. Letzten Sekunden. Kommt sie durch. 4, 3, 2, lösen. Prima, gut. Das war das. Jetzt kommen. Ach, wir bleiben gleich in der Planke. Plank Marches. Halten wieder. Und jetzt hebst du immer nur die Füße im Wechsel an. Ja? Steig mit ein, komm. Ab jetzt für dich 45 Sekunden. Bauchnabel weg vom T-Shirt. Ja, hier, dein T-Shirt ist ganz locker. Die Plätzchen sind nicht mehr zu sehen. Komm, 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 komm. Zieh durch. Einfach nur im Wechsel heben. Mach das nicht schnell. Mach's kontrolliert. Teil dir deine Kräfte ein. Du hast ein bisschen was vor heute. Ja? Geht schon. Komm, gemeinsam machen wir nochmal 15 Sekunden. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 und gut, sehr schön, gut. Kurzes Break, trink was. So, jetzt haben wir beide Blöcke mal einmal durchgemacht, Block A, Block B. Jetzt wiederholen wir das Ganze, ja? Wir starten wieder mit Block A. Das war das erste, das war unser Russian Twist. Ja, setz dich. Bereit machen. Ja, die ersten Übungen, die waren ja auch relativ easy. Auf geht's, komm. Ja, berühre mit deinen Fingerspitzen gerne den Boden. Es kommt mir auf diese Rumpfrotation an. Ja, nutzt mal hier die ganze Chormuskulatur. Nicht einfach nur die Hände rechts, links, ne? Schön mitdrehen. Ja,
15 Sekunden. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 und geschafft. Gut. 15 Sekunden Luft holen. Long Lever Plank. Lange Planke. Also Unterarme deutlich weiter vorne als normalerweise. 4, 3, 2, auf geht's. Halten. Komm. Drück dich gerne hier aktiv aus den Schultern raus. Ja, und deine Ellbogen deutlich weiter vorne als deine Schultern. Vorteil, ist auch angenehmer für die Schultern. Ja? Aber durch den langen Weg musst du gut die Rumpfspannung halten. Ne, langer Hebel hatten wir immer in der Physik, brauchen wir mehr Kraft. Ist es zu schwer, dann hol die Arme ein bisschen ran. Aber gerne weit vorn bleiben. Vielleicht ist ja auch zu einfach, dann werde noch länger. Aber schütz deine Wirbelsäule. Ja? Bauchnabel reinziehen, deswegen darfst du auch ein bisschen rund sein. Ja? Bauch rein. Bis schon in den letzten 15 Sekunden. Komm, komm, komm. 4, 3, 2, lösen. Sehr schön. Side Plank. Wenn du eben den großen gemacht hast, dann machst du den jetzt auch. Ja? Wer eben den hier gemacht hat, auf den Unterarm, macht es jetzt gern wieder. Achtung. Auf geht's. Komm. Richtig schön in den Bogen reindrücken. Und wieder zurück. Ja, wirklich so hoch wie es geht. Wenn es nicht mehr weitergeht, dann erst runter. Und hier gerne kurz vom Boden erst stoppen. Hier einmal die Kraft spüren und hier einmal die Dehnung spüren. 30 Sekunden sind wir unterwegs. Noch 15 Sekunden. Na, wie sieht's aus? Wird warm, ne? Ja. So soll es sein. Und lösen, gut. Kurzes Break. Block A haben wir zweimal gemacht. Block B. Circle. Hände rechts und links. Diesmal andersrum die Beine kreisen lassen, ja? Achtung. Los geht's. Möglichst lang lassen die Beine. Das, was gut geht für dich. Na, ich zeige es euch nochmal ein bisschen schräg. Ja, wenn du es gar nicht mehr halten kannst, so ein bisschen was spürst im Rücken, dann mach lieber den kurzen Hebel und dreh hier die Knie im Kreis. Ja, aber gerne lang. 15 Sekunden. Komm, komm, komm. Mal die Stimme ölen. Dann kommt wieder unser Drunken Mountain Climber. Unser betrunkene Bergsteiger. Achtung, lösen, Pause. 15 Sekunden. Komm schon mal wieder in deine normale Plank, deinen normalen Bankstütz. Ah, easy. Alles gut, kein Stress. 4, 3, 2 und komm. Hopp. Mach gerne gleich im schnellen Tempo. Ja, zieh die Beine cross. Komm, den ziehen wir gemeinsam durch. 30 Sekunden. Hier aktivieren wir auch nochmal schön Herz-Kreislauf. Das soll aber nicht der Fokus heute sein. Du kannst also auch gerne langsam durchführen. Ja? Kraftvoll. 15 Sekunden, komm. Bleibt dran. Könnt ihr noch? 4, 3, 2. Gut. Sehr schön. Ja, Leute. Erster Block von 4 insgesamt. Haben wir schon. Trink mal was. Jetzt gebe ich euch ein bisschen länger Pause. Nee, halt, uns fehlt noch eine Übung. Bin ich denn doof? Wir brauchen noch den Plank. Plank mit Beinen anheben. Ach du je. Konnte das passieren? Komm. Jawohl. Den wollen wir ja nicht unterschlagen hier. Mein Gott. Ah.
Wo bin ich nur in meinem Kopf? Im Wechselleben. Gut. Fünfzehn Sekunden. Komm, zieh durch. Einfach im Wechsel heben die Füße. Bauchnabel nochmal schön rein. Weg vom T-Shirt. 4, 3, 2, Pause. Jetzt aber. Erster Block. Check. Prima. Ja. Das war ja alles noch gut zu machen, ne? Gut. Gerne ein bisschen länger Pause. Trink was. Wir gehen in die nächsten zwei Blöcke, wieder A und B. Beide werden wir wiederholen, ne? A, B, A, B. Erste Runde geht los auf dem Rücken. Ich zeige euch mal, ihr müsst noch nicht mitmachen. Die Arme sind hinten. Wir machen einen sogenannten Reverse Crunch. Wir starten also nicht hier unten, sondern hier. Gerne mal das Becken mit anheben und dann senkst du tief und die Füße zum Boden. Nur so weit, wie dein unterer Rücken am Boden bleiben kann. Hier der Punkt, der ist wichtig. Wirbelsäule am Boden halten. Ja, wenn du hier ein Sofa hast, an dem du dich festhalten kannst, ist es auch in Ordnung, aber vielleicht schaffst du es auch ohne. Das machen wir als erstes, ja? Okay, also wir starten eingerollt, gerne das Becken mit angehoben. Ein bisschen Zeit habt ihr noch. Wir warten kurz auf den DJ. 4, 3, 2, 1, los geht's. Reverse Crunch. Ja, wenn das gut geht, kannst du die Beine gerne auch länger machen, aber dein unterer Rücken, der soll am Boden bleiben. Den Fokus auf das Zurückrollen. Konzentriert. Good. Bleib dran, komm. Ja, und wenn es nur bis hierhin geht, ist auch in Ordnung, ne? Immer schön den Rücken auf dem Boden halten. Konzentriert. Und gut. Päuschen. Einmal kurz durchschnaufen. Kopf mal hängen lassen. Schau mal, wie mein Schweiß tropft. Okay. Hollow Body Crunch ist das nächste. Vermeintlich sieht das jetzt gar nicht so anstrengend aus. Du hebst nicht nur dein Becken, sondern auch deine Schulter. Und im besten Fall machst du das gleichzeitig. Ja? Ja, da wird wahrscheinlich nur ein kleines Stück gehen. Nicht nur die Beine heben oder das Becken heben, auch den Oberkörper hinterher. Dann geht nur ein kleines Stück. Die Fingerspitzen zeigen nach oben. Komm. 30 Sekunden. Hier wieder schwunden sein. Unterer Rücken bleibt auf der Unterlage. Einer geht noch, komm. Gut, einmal kurz abstellen. Prima. Puh. Aufstehen, also nicht aufstehen, zum Sitzen kommen. Jetzt haben wir eine statische Übung, unser Boot. Kennt ihr vielleicht aus dem Yoga, den man bei der Sina oder bei der Michaela vielleicht mal gemacht. Oder vielleicht sogar bei der Sue. Ja. Anheben, halten, hier vorne oder an der Seite. Hier vorne ist ein bisschen einfacher. Und halten. Bauchnabel rein. Rücken lang, vielleicht sogar gestreckte Beine. Du entscheidest. Jetzt wären es noch 30. Komm, komm, komm. 20 Minuten haben wir schon rum. Bisschen noch. Komm, komm, komm. 4, 3, 2, lösen. Gut. Durchschnaufen.
Block A haben wir durch. Jetzt kommt wieder Teil B. Ja? Ich komme wieder zu euch. Wir machen The Scissors. Beine sind vorne. Oberkörper ein bisschen zurück. Und öffnen, schließen. 45 Sekunden. Komm, mach mal weiter. Komm, komm, komm. Bauchnabel rein. Ja, auch hier. Vielleicht ein bisschen gebeugt. Nicht so lang der Hebel. Ja, oder gerne auch lang. 15 Sekunden. 8. 7. 6. Danach kommt eine coole Übung. Noch 4. 3, 2 und lösen. Sehr schön. Gut. Ich zeige schon mal die nächste Übung. Ihr habt noch einen Moment Pause. Beine lang, Arme lang, wie so ein Stern. Aufrollen und einmal berühren. Ja, Knie oder Wade und vielleicht sogar Füße, wie du willst. Gut, mach dich lang und komm. Ich zeige euch nochmal vorwärts. Hm? Ihr macht schön weiter. Platz. Ja, das ist die Übung. Auch hier, wenn es nicht geht, die Beine angewinkelt, aber die Arme können lang bleiben. Und dann hoch und berühren und wieder zurück. Ja, 15 Sekunden. 6. Noch 4. 3, 2, 1 und gut. Übung Nummer 3 aus dem Teil. Beine sind lang. Wenn du hochkommst, winkelst du ein Bein an und tippst einmal am Boden. Ja? Auf geht's, komm. Und wieder zurück. Die andere Seite. Immer in die offene Seite. Ja, also nicht da, wo du das Bein anhebst, sondern in die freie Seite. Fünfzehn Sekunden. Und gut. Pause. Sehr schön. Teil B haben wir auch durch. Wir starten wieder mit Teil A. Zweiten Block. Was war das? Das war unser Reverse Crunch. Arme sind hinten, Beine rangezogen und dann rollen wir ab und ziehen wieder ran. Ja? Kopf bleibt liegen. Gut. Hände sind hinten. Einmal ranholen die Füße. Und roll dich ab. Denk wieder dran. Unterer Rücken soll am Boden bleiben. Gerne so weit, dass das Becken mit hochkommt. Ja, wenn es dann Kraft noch hergibt, kannst du die Beine auch tiefer sinken lassen. Ne? Also fast schon den Boden berühren und fast gestreckt. Aber ich denke, das ist kaum noch möglich, weil du schon ganz schön viel gemacht hast. Ja? Ranziehen und dann aufmachen. Jetzt noch 15 Sekunden, komm. Gut, Pause schon wieder. Wie cool. Hallo Body Crunch. Ja? Arme oben, Füße angewinkelt. Becken und Schulterblätter gleichzeitig vom Boden abheben. Auf geht's, komm.
Ja, als wenn du dich so ganz klein machen willst. Ja, komm, mach mal. Zieh durch, zieh durch. Du hast jetzt noch 15 Sekunden. Komm. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 und lösen. Gut. Zieh dich hoch zum Sitzen. Jetzt kommt wieder das Boot. Komm mal zurück. Einmal durchschnaufen. Bereit? 4, 3, 2, go. Komm. Halten. Nur halten und lächeln. Komm, das Boot. Lass das Boot nicht untergehen. Bleib schön stabil. Statische Übung. Bauchnabel rein. Komm. Sind die Plätzchen im Weg? Nein. Geht schon. 30 Sekunden. Vier. Drei. Zwei. Sind noch 15. Komm. 8. 7. 6. 5. 4. 3. 2. 1. Lösen. Super. Ah. So. Jetzt kommt wieder B. Es geht los mit den Scissors. Ne? Füße übereinander. Hände rechts und links. Werden abgestützt. Hier. Mach das ruhig, weil da kommt noch ein bisschen was. Auf geht's, komm. Komm, mach mal weiter. Au, Krampf. Habt ihr auch? Ich hoffe nicht. Ich habe schon so viel gemacht die letzten Tage. Ja, ja. Keine Ausreden, ne? Sagt er selber. Also komm. 15 Sekunden für euch noch. Oh, was ist da los? Da zwickt's. Zieh durch. Einfach übereinander. Ganz einfache Übung. Und gut. Pause. Starfish Crunch. Ihr erinnert euch. Der Stern liegt am Boden. Vier. Drei. Zwei. Und komm. Hoch. Ups. Im besten Fall legst du nicht ab die Beine, die Arme auch nicht. Ja, komm, versuch mal. Ja, wenn du zwischendrin in den 45 Sekunden mal kurz die Pause brauchst, das ist ganz normal. Ja, also die Übung 45 Sekunden, das ist echt sportlich. Jetzt wären es noch 15, 8, 7, 6, komm. Ups. Mein Stern ist schon untergegangen. Oh, Alter. Und Pause. Sehr gut. Gut. Russian Twist, V-Tuck. Hände übereinander. Ja, du kommst hoch. Offene Seite berührt den Boden. Andere Bein ziehst du ran. Bereit? Auf geht's, komm. Ja, die Übung ist ganz cool. Hier crunch dich klein und hier muss auch arbeiten. Sekunden. Dann haben wir nämlich den zweiten Block auch schon durch. Und dann ist Halbzeit. Sekunden. Tja. Komm, einer geht noch. Ah. Pause. Trinken. Okay, Leute, Halbzeit. Jetzt mal kurz Handy in die Hand, wenn ihr wollt. Hinterlasst mal einen Kommentar, wie es euch geht bisher. Und dann geht ihr in die nächsten Blöcke. Es geht los mit dem toten Käfer. Mit dem Dead Bug. Ja? Block 3 von 4. Ne? Block 3 enthält wieder A und B.
wiederholen wir dann. Gut. Bereit? Ach komm, wir haben noch ein bisschen. Puh. Okay. Auf den Rücken. Den Kopf lässt du diesmal liegen. Schultergürtel bleibt auch am Boden. Ja, so ähnlich wie beim Hollow Crunch vorhin. Füße angehoben, Hände sind oben. Ja. Und jetzt senkst du ein Bein im Wechsel mal Richtung Boden. Gerne lang. Kurz vom Bodenstopp. Komm, steig gleich mit ein. Unterer Rücken am Boden, ne? Wenn du willst. Wenn das rechte Bein nach vorne geht, geht der linke Arm nach hinten. Verlängere deinen Hebel. Haben wir gleich noch ein bisschen Koordination dabei. Geschafft. Und gut, sehr gut. Puh. Durchschnaufen kurz. Jetzt kommen die Heel Taps. Die sind auch cool, kennst du bestimmt. Oberkörper ist angehoben. Hände an der Seite. Berührst du mal mit den Händen deine Ferse. Ja, Moment. Jetzt geht's erst los. Und arbeite wieder in deinem Tempo. Auf Zeit. Wie viel du in der Zeit machst, ist mir wurscht. Arbeite in deinem Tempo, aber arbeite. Genau. Ja, hier müssen die Geraden, die Schrägen, komplette Rumpfmuskulatur ist am Arbeiten. Sekunden. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 und gut. Sehr cool. Puh. Nächste kannst du auch Becken heben. Arme gerne an die Seite als Unterstützung. Ja? Tablett auf deinen Füßen und du möchtest das Tablett nach oben zur Decke schieben. Wer ist noch fleißig dabei? Marlene und Helena, das finde ich gut. Komm, schieb mal. Hoch. Ja, gerne auch ein bisschen kontrollierter absenken lassen. Jetzt hat vor allen Dingen deine untere Rumpfmuskulatur gut zu tun. Ja, wenn du hier so ein bisschen Druck auf die Hände gibst, ist okay. Das hier wäre auch okay. Ein bisschen schwieriger. Aber lass den Kopf gerne unten. 15 Sekunden. Und lösen. Gut. Puh. Beide Beine lang. Sprinter Sit-Up. Guck einmal zu. Ja? Du stehst auf. Ziehst das Bein ran und der Arm gegen gleich. Ja, wie so ein Sprinter. Halt im Liegen. Ja. 4, 3, 2, auf geht's, komm. Kontrolliertes Abrollen, bitte nicht runterplumpsen. Ganz wichtig, ja. Wirbelsäule immer geschützt. Also. Gerne dieses Aufrollen explosiv. Wie ein Sprinter. Sekunden, komm. Puh. 7. 6. Noch 4. Noch 3. Noch 2. Und lösen. Sehr schön. Gut. Du kannst gleich unten bleiben. Ein Bein ist oben. Ein Bein ist lang. Wie ein L. Ja? Hände Richtung Fußspitzen. Und da möchtest du fast ankommen. Ja? Rollst den Oberkörper auf.
wie so ein Crunch. Ja, wer möchte, hebt das lange Bein sogar mit an. Ja, wenn du es hier wieder halten kannst. Wenn du es gar nicht halten kannst, leg es ab oder stell es auf. Aufgestellt ist nochmal einfacher. Komm, nur eine Seite. Wir haben ja noch eine zweite Runde, ne? Sehr gut. 15 Sekunden. Komm, machen wir nochmal gemeinsam. Ja, oder aufgestellt oder abgelegt. Bein bleibt über der Hüfte. Und gut. Leg mal kurz ab. Locker mal ein bisschen deinen Hals aus. Wir starten wieder mit Block A. Wisst ihr noch? Das war der tote Käfer. Auf geht's. Bein. Ja, ich habe die Übung extra so gemacht, dass man zwischendurch mal die Nackenmuskulatur ein bisschen entspannen kann. Vielleicht nimmst du den Arm wieder mit. Diagonal, ne? Rechter Fuß, linker Arm. Linker Fuß, rechter Arm. Hier kontrollieren, ne? Unteren Rücken auf der Unterlage. Ihr seid schon in den letzten 30 Sekunden. Jetzt wären es noch 8, 7, 6, 5, 3, 2, 1. Gut so, gut. Heel Taps. Füße aufgestellt. Bereit? Kinn auf die Brust. Ja, jetzt kommt wieder Oberkörper halten. Anschieb zur Ferse. Quatsch, 30 Sekunden. 15 Sekunden haben wir. Schön wär's. Jetzt noch 15. Gut, ablegen kurz. 15 Sekunden Pause. Wieder auch Pause für deinen Hals, weil der Kopf kann liegen bleiben. Arme an die Seite. Tablett auf die Füße. 4, 3, 2, Becken schiebt hoch, komm. Ja, wer jetzt erst dazu schaltet, einfach noch mit einsteigen, kein Problem. Ja? Core ist Core. Geht auch jetzt noch. Komm. Und Pause, gut. Gut. Block B. Gut, Sprinter Sit-Ups. Ja, lange Linie. 4, 3, 2, 1. Los geht's, komm. Ja, das darf gerne wieder schnell kräftig sein. Sekunden. Hier schön dranbleiben. Komm, komm, komm. Ja, explosiv hoch. Und wenn du ein bisschen langsamer zurückrollst, alles gut, ne? Nicht zurückplumpsen.
Geht schon, komm. 15 Sekunden. 7. 6. 5. 4. 3. 2. Einer geht noch, komm. Pause. Sehr schön. Leute, das war richtig cool. Bisschen längere Pause. Ja, wir haben wieder A, B durch. Und dann geht's schon in unseren letzten Block. Ja. Auch da wieder A, B, A, B. Die Übungen werden jetzt nochmal ein bisschen anspruchsvoller. Aber alles gut zu machen, ja? Koordinativ vielleicht ein bisschen anspruchsvoller. Nicht unbedingt. Gut. Gib dir ruhig noch 30 Sekunden. Ich zeige dir schon mal die erste Übung. Ja? Dafür runter von der Matte. Bin ich hier vorne noch zu sehen? Ich hoffe, oder? Ja, ne? Passt. Gut. Schau mal, die Hände stehen hinten. Das ist jetzt eine richtig coole Übung, um deine Wohnung sauber zu machen. Nein. Aber für deine Rumpfmuskulatur. Schau mal. Du hebst dein Becken hier an und jetzt ziehst du die Beine von nach vorne unter dir durch, bis nicht mehr weitergeht und setzt dich ab. Dann geht's wieder nach hinten. Und ziehst wieder. Verstanden? Ja? Durch dieses Ziehen musst du wieder den Bauch schön anspannen, weil der holt dann die Füße ran. Ja? So, gerne mal ein bisschen weiter vorne anfangen. Wenn ihr am Ende des Raumes ankommt, einfach einmal umdrehen und wieder zurück. Ja? Gut. Ich sehe schon die fragenden Blicke von euren Lebenspartnern oder Kindern, die sich denken, was machen die da für einen Quatsch? Gut, Hände stehen hinten. Füße zusammen, Beine lang. Seid ihr bereit? Spannung steigt. Popo schon mal hoch. Wie so eine Planke. 4, 3, 2 und komm. Ziehen. Bis nicht mehr weitergeht. Absetzen. Hinten abstellen. Komm wieder hoch. Ziehen. Abstellen. Und hoch. Ziehen. Abstellen. Bin ich noch im Bild? Ja, geht noch, ne? Komm, einer geht noch. Ah, ich drehe um, ihr dreht auch vielleicht um. Dann geht's wieder zurück. Achso, wo sind wir? Ich glaube noch 15 Sekunden. Letzter. Gut. Sehr schön, okay. Rollt mal eure Matte kurz zusammen. Ja, wenn wir jetzt hier ein bisschen länger Pause haben, ist es auch nicht so schlimm. Mal zusammenrollen. Nicht ganz zusammen. Genau. Dann kommen mit den Knien auf die Seite, die noch nicht ganz zusammengerollt ist. Gut. Plank Rollout. Du rollst deine Matte jetzt wieder aus. Ja? So weit wie es geht, ohne mit den Knien nachzurücken. Gut. Einfach mal für dich. Komm. Bauch fest, Bauch fest, Bauch fest. So, Handtuch kann hier bleiben. Komm, nach vorn, nach vorn, nach vorn. So ähnlich wie dieser Long Lever Plank. Bauchnabel rein. Wieder zurück. Schön nachholen. So, hier geht wieder, ne? Wir müssen nochmal vor und nochmal zurückkommen. Ja? Komm, so weit wie geht. Aber nicht den Popo hinten lassen. Schön mitgehen, schön mitgehen. Bauchnabel rein, schützt wieder den Rücken und kommt wieder zurück. Wenn das nicht geht mit der Matte, mach's ohne Matte. Vielleicht hast du keine Matte. Vielleicht musst du den Teppich nehmen. Nein. Okay, kurze Pause, sehr schön. Einmal hin, einmal zurück. Haben wir gemacht. Roll die Matte wieder aus. Schwupps. Wir kommen in die Planke. Und gehen von da immer in den Seitstütz. Schau, dass zwischen deine Füße seitlich ein Fuß passt, wenn du den Fuß drehst. Ja? Also langer Stütz. Auf geht's, komm.
einfach aufdrehen und wieder zurück im Wechsel. Einmal rechts, einmal links. Becken schön oben halten. Reiß ist gut. Ja, immer zur Mitte und dann zur Seite. Gerade bei der Seite wieder schön die seitlichen Rumpfmuskulaturen anspannen. Ja. Schon die letzte Übung aus Block A. Komm, wir machen noch 15 Sekunden. Und Pause. Gut. Sehr schön. Puh. Sehr gut. Okay. So. Machen wir ein bisschen Seilchen klettern. Wir kommen in unser Boot, das hatten wir heute schon mal irgendwo. Ja. Stell dir vor, du hast ein Seil, an dem du dich immer hochziehen willst. Du greifst also immer etwas höher. Ja. Füße dabei angehoben lassen. Achtung, auf geht's, komm. Ja, warum? Hier den Rumpf drehen. Hüftbeuger und untere Bauchmuskeln müssen die Beine oben halten. Wenn das nicht geht, dann lege dich auf den Rücken und mach es hier. Ja? Komm. Huch. Immer noch mal höher greifen. Den Händen hinterher schauen. Oh. Gut. Pause. Oh Gott, das müssen wir alles nochmal eine Runde machen. Auf den Rücken. Nee, stimmt gar nicht. Auf die Hände. So, ein bisschen was für die Rückseite. Keine Sorge, die hatten wir auch bei vielen Übungen dabei. Ja, hier sieht man es jetzt wirklich. Wir gehen, lange Planke, schau mal, wo die Finger zeigen, so ein bisschen nach außen. Man geht einfach nur runter und hoch mit dem Becken. Betone mal das Hochdrücken. Ganze Rückseite anspannt. Gerne den Kopf nach oben, den Blick zur Decke. 30 Sekunden. Sekunden. Ja, hier schön anspannen, wenn du hochdrückst. Dann hast du hier nochmal schön den Rückenstrecker alles dabei. Ja. Vier, drei, zwei, lösen. Gut. Trinken, sehr schön. So, A und B durch. Nochmal A und B von Block 7 und 8. Womit ging's los? Mit den App-Snails. App, ne? Snail ist dann so die Schlange. Gut. Schade wieder vorn. Ja, diesmal die Fingerspitzen nach vorne Richtung Füße. Gleiche Position wie eben. Ja. Lange Planke, rückwärtig. Und dann ziehst du wieder dein Gesäß hinten durch. 5, 6, 7, go. Und ablegen. Drehen wir um. Und. Machen wir noch 15 Sekunden. Vielleicht schaffst du noch mal einmal hin, einmal zurück.
eine Schinderei, ne? Sag ich immer. Gut. Matte schon mal zusammenrollen. Pause, 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 Pause. Matte zusammenrollen. Rollen wir ja gleich wieder aus. Ne? Den Mattenrollout. 4, 3, 2, komm. Schön nach vorne rollen, nach vorne rollen. Bis nicht mehr geht. Achtung, muss man auch noch wieder zurückholen, ne? Irgendwann geht es dann wieder leicht. Gut, noch einmal vor, einmal zurück. Komm, roll aus. Ja, nach vorne geht immer super. Komm, Bauchnabel rein, Wirbelsäule schützen und wieder zurück. Sehr schön. Plank, Inside Plank. Also, Matte ausgerollt. Seitstütz im Wechsel, ne? Von der Mitte zur einen Seite und zur anderen Seite. Bereit? 4, 3, 2, komm. Seite, zurück. Andere Seite, zurück. Ihr seid schon in den letzten 30 Sekunden. Geht schon, komm, beißen. 15 Sekunden. 8. 7. 6. 5. Na, Marlina, Helena, immer noch fleißig dabei. 4. 3. 2. Gut, finish. Sehr schön. Teil B noch, dann haben wir es. Unser Seilchen. Ja? Also, wir kommen ins Boot. Gerne die Beine gebeugt lassen. Auf geht's, komm. Ziehen. Ja, die Rumpfrotation. Deswegen mit dem Seil immer höher greifen. Ja? Als wenn du dich wirklich irgendwo hochziehen willst. Das ist so ein bisschen der Sinn dahinter. Ja? Komm, ihr macht weiter, dann muss ich auch weitermachen. 15 Sekunden. Boah, komm, Leute. Endspurt. Hier. Oh Gott, mein Gott. Eine noch. Planke rückwärts. Bereit? Hände diesmal seitlich, ne? Hoch die Kiste. Auf geht's. Tief. Und hoch. Letzte Übung. Sekunden. Sekunden. Schieb die auch nochmal schön kraftvoll aus den Schultern raus. Und lösen. Sehr cool. Lass mal den Kopf hängen. Ich mach mal kurz andere Musik. Ihr könnt gern was trinken, den Kopf einfach kurz hängen lassen. Mir brennt die Mitte. Holla, holla, holla. Sehr schön. Einmal kurz ein bisschen was Entspannteres anmachen. Wie geht's? Wie steht's euch? Alles gut? Lebt ihr noch?
Okay. Leg dich mal auf den Rücken. Streck mal alles von dir, die Arme, die Beine. Zieh mal die Körpermitte auseinander. Durchschnaufen. Ja, Wirbelsäule ruhig in der natürlichen Stellung lassen, diese Lendenlordose. Also wenn du jetzt so ein bisschen Luft zwischen unterem Rücken und Boden hast, alles gut. Entspannt. Gut, hol mal die Füße einzeln ran zur Brust. Die Knie umfassen und kreis mal ein bisschen aus die Lendenwirbelsäule. Sehr schön. Hey, super Leute. So eine Stunde Core-Training, krass, dass ihr das durchgehalten habt. Alles wie immer auch zum Nachschauen, kennt ihr ja, ne? Kann man sich dann auch gerne nochmal später anschauen. Wenn man sagt, oh Mist, habe ich ganz verpasst jetzt. Ja, und ganz normal, wenn du jetzt nicht alle Übungen über die kompletten 45 Sekunden mal durchziehen konntest. Hey, alles gut. Übung macht den Meister, ne? Jetzt stell mal die Füße auf. Stell sie mal ein bisschen breiter auf. Gerne auch breiter, als deine Matte ist. Arme seitlich öffnen. Lass mal die Knie nach rechts kippen. Da, wo sie von alleine hinkippen. Ein bisschen den Zug über den Hüftbeuger spüren. Genau. Zurück zur Mitte. Andere Seite. Flasche im Weg. So. Lasst auch nochmal schön den Rücken. Wird so ein bisschen auseinandergezogen. Sehr gut. Zur Mitte zurück. Prima. Hol nochmal ran die Knie, kreis noch einmal aus. Zieh dich hoch zum Sitzen. Über die Seite langsam zum Stehen kommen. Achtung, wir waren ziemlich lange unten gewesen, nicht dass es schwindelig wird, wenn du zu schnell aufstehst. Beine ein bisschen auslockern. Atme mit mir nochmal gemeinsam ein, bis Schulterhöhe reicht. Wieder aus. Nochmal. So, sehr schön. So, das war mein Chorplätzchen für euch. Ja? Nee. Ich wünsche euch schöne Weihnachten, guten Rutsch, wenn wir uns nicht mehr im alten Jahr sehen. Wir sehen uns auf jeden Fall im neuen Jahr. Ja? Freue mich auf euch. Wie gesagt, noch ganz viele tolle Sessions für euch, die ihr euch jederzeit on demand auf Facebook abrufen könnt, wozu ihr Lust habt, zwischen den Feiertagen, an den Feiertagen. Bleibt sportlich, bleibt gesund. Ciao.